Nun zeige ich dir eine Übung, mit der du dein Zwerchfell noch aktiver lockern kannst. Und mit dieser Übung gelingt es dir dann auch, tiefer in den Bauch zu atmen. Denn wenn das Zwerchfell einmal loslässt, dann kommst du auch leichter runter. Und die Übung hat auch natürlich noch einen weiteren Vorteil. Und zwar einmal weitet sie auch die Lungen und reinigt die Lungenbläschen. Dadurch kriegst du auch mehr Sauerstoff in die Lungen dann bei der langen, tiefen Atmung. Und zum anderen, durch das Lockern des Zwerchfells ist es dir auch möglich, wieder mehr zu den festgehaltenen Blockaden zu kommen und deinen Körper zurückzubringen zu seinem natürlichen Fluss und in seine Selbstregulation. Und das aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Gut für die Übung ist es, wenn du auf dem Fersen sitzt. Also das heißt, du setzt dich in diesen japanischen Fersensitz, wie der auch genannt wird. Und wenn dir das unangenehm ist, entweder hier im Spann, dann kannst du dir hier auch eine Decke zusammenrollen oder ein Kissen drunter legen, um dich hier zu stabilisieren. Und wenn dir das in den Knien wehtut, dann kannst du auch ein Kissen nehmen und dieses zwischen deine Beine packen und dich dann auf dieses Kissen draufsetzen. Dann nimmst du hier auch den Druck aus den Kniegelenken raus. Für die Übung also sitzt du im Fersensitz und als allererstes musst du erst einmal dein Zwerchfell lokalisieren. Und dafür wanderst du mit deinen Fingern den Rippenbogen, also da, wo die untersten Rippen sind, den wanderst du hoch. Hier sind so die, hört der Brustkorb auf. Und du wanderst ganz nach oben bis zu dem Punkt, wo du an das untere Ende deines Brustbeins stößt. Also hier an dem Punkt oberhalb fängt mein Brustbein an. Und genau an dem Punkt legst du drei Finger breit an deine Finger an. Und unter diesen drei Fingern nimmst du nur mit der anderen Hand zwei Finger und packst sie drunter. Genau da. Und genau dort befindet sich auch dein Zwerchfell. Nun nimmst du noch die andere Hand und setzt die Finger genau dort mit an. Und nun erkläre ich dir die Übung erst einmal. Du schaust sie dir an und wir machen sie dann noch ein paar Mal gemeinsam. Als allererstes hältst du hier einfach nur deine Finger, ohne reinzubohren. Einfach nur halten. Und dann atmest du tief ein und streckst dabei deinen Brustkorb auch richtig nach oben und weitest deinen ganzen Brustraum. Richtig tief einatmen. Und dann atmest du durch den Mund aus und beugst dich dabei nach vorne. Okay, hier mal kleiner Stopp. Wenn du dich nach vorne beugst, dann bleiben die Finger, wo sie sind und du lässt dich so in diese Finger hineingleiten. Du piekst nicht mit Druck in dich hinein, aber du gibst auch nicht nach, sodass hier ein Druck entsteht in deinem Zwerchfell. Und der Druck, der da entsteht, der wird losgelassen oder das Zwerchfell lockert sich in dem Moment, wo du ausatmest, aktiv mit dem Mund ausatmest. Und beim Ausatmen ziehst du auch deinen Bauch komplett ein. Durch dieses Einziehen kann sich das Zwerchfell um die Finger drumherum formen. Es ist so wie Wachs, das Zwerchfell und du selbst. Du fließt um deine Finger drüber und drumherum durch. Stell dir vor, dass deine Finger wären ein Messer. Und dein Körper und dein Zwerchfell wäre eine Wassermelone und das gleitet dann langsam in und um die Finger drumherum, ganz sanft. Und du atmest auch so weit aus, bis du überhaupt keine Luft mehr in deinen Lungen hast. Und du unterstützt das noch, indem du den Bauch ganz dicht reinziehst. Und wenn du das Gefühl hast, ganz am Ende angekommen zu sein und keine Luft mehr in den Lungen zu haben, dann versuch nochmal ein kleines Stückchen mehr auszuatmen, noch mehr den Bauch reinzuziehen und noch mehr die Luft komplett rauszulassen. Und an diesem Punkt, wenn du kurz bevor du einatmest, löst du die Finger und du atmest impulsartig ein durch den Mund und kommst dabei nach oben. Das sieht dann in etwa so aus. Also das Einatmen ist dann ganz zum Schluss, nachdem keine Luft mehr in den Lungen ist, ist es ein Impuls, der dich nach oben bewegt. Und in dem Moment, wenn du so hochschreckst, lösen sich auch die Finger. Und du kommst nach oben
Schließ deine Augen, atmest aus und dann spürst du in deinen Körper hinein und lässt deinen Körper sich bewegen, wie auch immer er das in dem Moment will. Du spürst deine Bewegung und je nachdem, wie er sich bewegen will, lässt du das zu. Das kann ein Gähnen sein, das können ganz sanfte Bewegungen sein. Das kann auch sein, dass sich deine Arme bewegen wollen, vielleicht nach oben gehen und sich irgendwohin bewegen wollen. Und hier ist es so, dass du den Körper machen lässt. Du lässt einfach geschehen, du lässt die Kontrolle gehen und hörst auf deinen Körper, lässt ihn gewähren, ohne dich einzumischen. Das kann eine Minute dauern, das kann aber auch 10 Minuten dauern. Lass es einfach zu, bis es sich von ganz alleine wieder einstellt und du das Gefühl hast, dein Körper hat sich genug wieder eingeschaukelt und balanciert. Und dann startest du die Übung erneut. Du greifst dein Zwerchfell, lokalisierst es, 3 Finger breit unter dem Brustbein, setzt 2 Finger an, atmest tief ein, durch den Mund vollständig aus, gleitest in deine Finger hinein, atmest aus, bis es nicht mehr geht und dann noch ein kleines Stück. Und atmest dann impulsartig ein, löst die Finger und kommst mit den Einatmen nach oben. Schließt die Augen und lässt die Bewegung zu, die dein Körper machen will. Spür hinein, lass es geschehen. Sei ganz bei dir und erlaub dir, dich ganz den Bewegungen hinzugeben. Ohne Ziel und einfach geschehen lassen. Es kann sich immer anders ausdrücken und ist bei jedem ganz unterschiedlich. Gib deinem Körper die Möglichkeit und auch die Zeit und den Raum, indem er sich selbst regulieren kann und sich so seiner Verspannungen und Blockaden von ganz selbst, von ganz allein lösen kann. Okay, dann lass es uns auch einmal noch gemeinsam machen. Setz dich in den Fersensitz und klemm, wenn es dir unangenehm ist, etwas unter den Spann oder nimm ein Kissen unter dein Gesäß, damit du den Druck aus den Knien rausnimmst. Und dann wander mit den Fingern deinen Brustkorb nach oben zum Brustbein und setz 3 Finger unterhalb deines Brustbeins an. Dann nimm darunter und setz die 2 Finger der einen Hand an und daneben die 2 Finger der anderen Hand. Dort ist dein Zwerchfell. Und dann atme durch die Nase tief ein und weite deinen Brustraum. Und mit dem Ausatmen durch den offenen Mund lass dich nach vorne in die Finger fallen. Atme tief aus, vollständig aus, bis es nicht mehr geht und noch ein kleines Stück weiter. Pulsartig ein, löst die Finger, komm nach oben, schließ die Augen, atme aus und lass die Bewegung zu. Wenn da auch sich Töne lösen wollen, ein Stöhnen oder Seufzen, kann das auch passieren. Nimm es einfach wahr, ohne dich einzumischen. Beobachte, lass es zu. Und sei ganz neugierig, was passiert, wenn du diesen Raum öffnest, in dem sich der Körper frei bewegen kann, so wie er es gerade braucht und möchte. Wir machen es noch einmal. Komm in deine Mitte, lokalisier wieder dein Zwerchfell, 3 Finger breit unter deinem Brustbein gelegen, setzt du 2 Finger an,
Atmest tief ein durch die Nase, weit ist dein Brustraum. Atmest durch den Mund aus. Lässt dich in die Finger fallen, bis es nicht mehr geht. Und dann impulsartig ein, komm nach oben, schließ die Augen und gib dich den Bewegungen hin. Wie auch immer es ist, so ist es. Urteile nicht darüber. Und denk nicht, ob du es richtig oder falsch machst, denn egal wie es sich bei dir ausdrückt, so ist es, was der Körper ganz genau in dem Moment braucht. Und nimm alle Hast raus, jedes Ziel, jede Leistung, jede Unruhe. Lass die Bewegung so lange geschehen, wie sie geschehen wollen. Und selbst wenn sie dann nur noch ganz sanft sind, ganz fein und subtil, bleib in Verbindung mit den Bewegungen und deinem Körper. Und lass ihn sich die Zeit nehmen, bis er ganz von allein aus sich heraus selbst zum Stehen kommt. Wenn das der Fall ist und der Körper von sich aus zur Ruhe kommt, dann setzt du noch einmal an, zum dritten Mal. Lokalisierst wieder dein Zwerchfell, atmest ein. Und aus durch den Mund. Und lass geschehen, was geschehen will. Und so lang, wie es will. Bleib einfach nur der Zuschauer, ohne dich einzumischen, ohne es zu kontrollieren, ohne zu urteilen. Ganz im Moment sein. Ganz im Spüren. Diese Übung ist sehr hilfreich, um ins Spüren und ins Körperbewusstsein hineinzukommen und natürlich auch, um dem Körper selbst wieder die Chance zu geben, sich selbst zu regulieren. Mach die Übung mindestens dreimal und auf jeden Fall nicht länger als 2 Stunden. Wenn du Fragen hast zu der Übung, dann frag mich gerne jederzeit. Ansonsten viel Spaß damit und gutes Gelingen.